Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist 16 Uhr und Sie wissen, was das bedeutet. Herzlich willkommen bei einer neuen Staffel zu Bier um 4. Ja, dankeschön, danke. Ja. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast für Sie. Es ist ein wissenschaftlicher Gutachter des Bon Scott Instituts aus Bern. Einen herzlichen Applaus für Dr. Balian Friedrich. Danke. Und natürlich auch wieder dabei ist unser beliebter Dauergast. Hier ist Braumeister Eddie. Danke. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beiden hier seid und Gäste meiner Sendung. Wie auch dem aufmerksamen Zuschauer bereits aufgefallen ist, hat sich einiges getan seit der letzten Staffel. So sind zum Beispiel drei neue Features hinzugekommen. Einerseits ein quantitatives Ranking, das wir eingeführt haben, um das Bier angemessen zu bewerten. Zweite große Änderung ist, wie man hier auch überall sieht, es ist alles live. Es ist 16 Uhr, wir fangen jetzt wirklich an. Und als drittes natürlich können Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und wer auch immer gerade hier zuguckt, live mittwittern unter dem Hashtag Bier um 4. Wir bitten Sie sehr darum, dies in Kenntnis zu nehmen. So, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Bier. Sehr gerne. Sie nichts dagegen haben. Sehr gerne. Sehr schön. Dann bitten wir unsere Assistentin. Alles klar. Wir haben hier das Weltenburger Kloster. Ich schenke das einmal ein. Ich würde da doch ganz kurz mal einlenken. Ich bitte Sie jetzt kurz innezuhalten. Okay. Es gibt da einen Fehler, den viele Leute häufig machen. Und nämlich einfach aus der Flasche zu schenken. Okay. Das kommt ja häufiger vor, das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Und, sieht man häufig. Sieht man häufig. Durchaus. Und da kann man sich einem speziellen Produkt unseres Biershops auch bedienen. Hm. Ich habe es einfach mal mitgebracht. Ja, ist okay. Sie können ja ruhig Werbung machen, das ist kein Problem. Kann man vielleicht nachher auch via Twitter verteilen dann. Ja, das vielleicht jeder... Jeder Zuschauer, der hier einen Tweet von uns verteilt, der kriegt dann tatsächlich so eins davon zugeschickt. Ja, das ist so ein kleines geniales Ding. Direkt über den Twitter-Account kriegt man zugeschickt. Ja. Direkt das, über die, das geht ja heutzutage. Kann man vielleicht auch über die Bier um 4 Homepage... Genau. Ja. Auch, ja. Das ist auch cool. Dieses geniale Ding hier. Klein, aber fein. Hm? Preis habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber ich führe einfach mal vor. Hm? Das ist ja irre. Oh. So, und was jetzt passiert... Das Bier stolpert nicht über eine Kante. Das verliert nicht irgendwie Kohlensäure. Mhm. Das tropft nicht. Das fühlt sich nicht unwohl. Jetzt probieren Sie einfach mal bitte und bewerten ich Sie das. Ich versuche das Eingeschankgefühl. Noch nie gesehen. Dann müsste Ihnen eine kleine Sache wieder auffallen. Das ist super. Sie sind ja auch ein feinsinniger Mensch. Was ist jetzt also passiert? Es fließt hinaus, ohne dass da ein Bruch ist in diesem Fluss. Was eben gleich auffällt, ist es keine ungewollte Schaumkrone. Eben. Was man beim Biertrinken ja wirklich auch als störend empfindet. Ja. Die Schaumkrone. Gerade die Bartträger unter uns. Ja, das ist eine Schweinerei. Das ist eine Schweinerei. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ich würde es gerne auch nochmal probieren. Und jetzt wieder auf das Gefühl bitte achten. Ja. Auf das Gefühl. Das ist schon Erotik. Erotik pur, liebe Zuschauer. Boah, das gibt's ja nicht. Wir haben ein Bier vollkommen ohne Schaumkrone. Das gibt's ja nicht. Also wirklich sehr, sehr schön. Das hat mich jetzt schon überzeugt. Stehen wir natürlich vor dem Problem. Also, wir haben ja noch gar nichts. Ja. Das haben wir fast das Wichtigste vergessen, ne? Das gibt es ja nicht. Dann kann man auch so ein bisschen mit den Formen spielen, ne? Das wird auch schon klar dadurch. Das erinnert mich an den Ausguss aus einer Regenrinne. Das ist wirklich... Das ist schon Leben, ist das. Wie ein, ne? Reinigendes ja. Gewitter. Oh, so. Ja. Oh, das macht nichts, wenn ein bisschen was daneben geht. Ja. Sehr schön. Und wie Sie gerade eben angedeutet haben, ja, ohne Bruch im Fließen der Natur. Kein Bruchfluss, den man sonst. Und das sieht man eben auch, da haben wir uns halt gedacht, was nehmen wir denn für eine Form? Hm. Ist natürlich rund. Natürlich. Keine Vollkommenheit. Ja. Damit das einfach pur von der Leber weg zur Leber hin sozusagen geht. Ja. Schön. Also das ist ganz freundlich. Sehen wir sicher später nochmal wieder, ja. Ja, die
Schwenker unter euch. Sie sehen das, liebe Zuschauer, Sie haben. Diese beiden Herrschaften haben Schwenkgläser. Ich habe lediglich ein, ja. Das Bier muss atmen. Sie erinnern sich, liebe Zuschauer. Auch hier wieder ganz wichtig im Kreis schwenken, ne? Keine Unterbrechungen. Ja, das geht gut bei mir. Das ist witzig, ne? Das ist, naja, gut. Immer einen kleinen Schmankerl dabei. Ja, ne? So. Die beiden Experten bitte ich jetzt mal um ein Geruchsfazit. Also wenn die Brille beim Atmen beschlägt, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Man hat also die unmittelbare Resonanz vom Bier. Das hat bei mir noch nicht so angeschlagen. Sie sind ja auch kein Brillenträger. Das weiß man nie genau, ne? Es riecht wie frisch vom Fass. Das kann aber auch an dem Tool liegen, das sie mitgebracht haben. Man weiß es ja nicht. Ja. Das ist ja bisher das nur das Erste. Wir müssen gleich mal bei dem zweiten Bier gucken, ob das auch wie vom Fass schmeckt. Es ist eben auch eine ganzheitliche Methode. Stößel? Also Geruchsfazit ist für mich, also es mag an der fehlenden Schaumkrone liegen, aber ich bin wirklich nicht überzeugt von diesem Geruch. Ich bin ja ein Gewohnheitstrinker und ich bin es einfach gewohnt, durch eine Schaumkrone hindurch zu riechen. Und die Schaumkrone, die absorbiert ja auch viele Gerüche. Ja. Und ich bin hier jetzt noch nicht auf ihrem Nenner, muss ich ehrlich sagen. Tja, es ist so eine Art Filter, nicht? Ja. Also ich würde trotzdem sagen, das ist, weil es gerade ein Bier vom Fass auch ist, ist es eins der, zumindest der besten Gerüche. Mhm. Wir waren jetzt noch nicht mit dem Innersten dran, aber die Gerüche, also mein Fazit wäre da deutlich positiver. Ja. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man da durchaus abweichen kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo wirklich auch Umweltverschmutzung ein wirkliches Problem ist, ist natürlich die Feinstaubbelastung durch dieses Bier dann enorm groß, wenn man keine Schaumkrone hat. Ja, auf jeden Fall. Das fungiert ja auch als Filter. Das habe ich auch von einigen Kollegen deutlichst gehört. Mhm. Dass man, zum Beispiel, wenn man in der Stadt wohnt, in der Großstadt, da doch lieber eine, tunlichst eine Schaumkrone behalten sollte. Ja, genau. Es gibt ja auch schon bestimmte Zonen, habe ich jetzt mir sagen lassen. Es gibt Zonen, bei denen das Bier ohne Schaumkrone nicht getrunken werden darf. Ganz genau. Aber das nicht dazu zu sagen, ja, Sie wundern sich schon, ist natürlich angebracht. Nicht in Deutschland. Deutschland plant das einzuführen. Ja, wir sind da ja bei der Sicherheit und der Gesundheit immer ein bisschen langsamer, um die Industrie zu schonen. Ja. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, aufgrund der Artenvielfalt, die wir auch vorfinden. Aber die Schweiz auf jeden Fall, da kommen wir später nochmal zu. Die Schweiz auf jeden Fall hat diese angesprochenen Umweltzonen, also diese Feinstaubgrenzen. Ja. Ich würde sagen, wir probieren. Ja, bitte. Stößchen. Das Schluckgeräusch ist wieder typisch. Darf ich kurz zu ihrem Schluckgeräusch was sagen? Das ist vorzüglich. Daran erkennt man einen Kenner. Das ist vielleicht hier kurz einen Applaus. Aber dafür habe ich auch hart gearbeitet. Ich habe 4 Semester Schlucken studiert. 4 Semester. Und das ist eine Durchfallquote von 75%. Also ich habe das schon mal gehört, dass es dann ein bisschen Druckluftbetankung auch teilweise gibt. Dass man Schläuche in den Hals gesteckt bekommt und wird einmal richtig gepumpt, damit diese ganzen, ich weiß nicht genau, ich bin ja kein Mediziner, aber dass diese Dinger wirklich Löcher kriegen. Dass man, selbst wenn man nicht mehr runterstucken will, das läuft einfach im Magen durch. Stimmt das? Das ist ziemlich richtig erklärt, okay. Die Bronchien. Die Bronchien. Es ist alles eine Bronchialatmung, die man erstmal erlernen muss, um überhaupt ins richtige Schlucken hineinzukommen. Das ist wirklich. Okay. Also, das klingt wahnsinnig kompliziert, aber. Es ist sehr kompliziert. Ja. Ich habe es lange geübt. Okay. Ich finde, es ist sehr fruchtig. Ja. Wie kommt das zustande? Woher kommt dieser fruchtige Geschmack, obwohl ja es
steht drauf, es ist nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, es sind keine Früchte drin. Wie kommt das zustande? Das kommt daher, und vielleicht schauen wir uns noch erstmal die Flasche an ein bisschen. Mhm. Aus dem Gedächtnis habe ich noch kurz, so ein bisschen... Kurze Frage, haben Sie das schon mal begutachtet, dieses Getränk? Oder? Eigentlich nicht. Ja. Den großen Bruder davon. Okay. Und ich war mal im typischen, was hier mit in typischer Abbildung gezeigt ist, vielleicht einmal hier nochmal für die Zuschauer. Ja. In diesem Kloster. Ja. Ja, in diesem Weltenburger Kloster. Im Weltenburger Kloster habe ich auch selber einige Jahre verbracht, aber uns war es damals nicht erlaubt, das Bier zu probieren. Deswegen. Ja, die sind da eigen, die ja. Weltenburger. Ja. Sind Weltenburger unter uns hier? Zwei sehe ich. Extra angereist. Ja. Süd- oder Nord-Weltenburg? Das tut jetzt nicht. Ja, ist auch unwichtig. Ja, nach dem Mauerfall ist. Ja. Ja, gut. Also auf jeden Fall zurück zur Frage, warum es so fruchtig ist. Dieses Bier gedeiht in einem Umfeld, wo auch viele, viele Plantagen sind, Apfelplantagen, Kirschwälder. Ja, und daher diffundiert da immer so ein bisschen Geschmack hinein. Mhm. Ja, also man kann das in Flaschen abfüllen, so viel man will. Das wird nicht von dem Kirsch- oder Apfelgeschmack abgeschirmt. Das ist dann auch bestimmt ein bisschen chemisch, denke ich, oder? Das ist eine chemische Reaktion stattfindet? Dass sich das vielleicht irgendwie... Eine chemische Reaktion? In diesem Fall nicht. Hm. Aber richtig vermutet, später dann, wenn das eindiffundiert ist und man quasi ausgeschenkt hat, dann kann man, wenn man diese Flasche eine Woche lang stehen lässt, kann man etwas Faszinierendes beobachten. Und zwar, dass sie, naja, ich will jetzt nicht sagen, brüchig wie Glas ist. Sie kennen vielleicht aus Filmen dieses Zuckerglas. Wenn ich das hier jetzt nach einer Woche jemandem über den Schädel ziehen würde, wie man das so macht, gelegentlich. Ja. Kennt vielleicht jemand Ehestreit? Ja. Ja. Genau. Dann würde das quasi zerbrechen, wie als wäre es... aus Zucker. Aus Zucker, die Haut an der Kirsche, sowas. Mhm. Ja. Und, ist ja interessant, auf jeden Fall. Ja, da das äußerst korrosive Bedingungen sind, unter diesen das Glas leidet. Hm. Ja. Ja, okay. Alles schon auf die Region beschränkt. Okay. Ja, na gut. Ja, sehr schön. Das nur zu den zum Glashintergrund. Ja, einen Moment bitte, warte. Wir haben einen sehr engen Zeitplan. Ich muss jetzt leider mal bitten, eine Bewertung abzugeben. Und zwar, Ich weise Ihnen mal kurz ein, es gibt 5 mögliche Kronkorken, die man verteilen kann. Jetzt müssen Sie natürlich anhand des Geschmacks, des Geruches, der individuellen Trinkgeschwindigkeit jetzt entscheiden, wie viele Kronkorken von diesen 5 dieses Bier verdient hat. Und ich gebe als Laie meine Meinung dazu, die dann auch ein bisschen berücksichtigt wird. Mhm. Ich gehe gerade jetzt einmal in diese Kronkorkentüte. Ich tue dies auch. Den eigentlichen Kronkorken hier, der kommt in die Tüte. Der kommt in die Tüte. Natürlich. Alles gut. So, Eddie. Ich sehe zuerst. 2 nur. Ja, 2. 2 von mir. Klar. Von mir gibt's für die Vollmundigkeit 1. Ja. Für das Schluckgeräusch unseres Experten gibt es ein zweites. Und noch 1, 2. Das Weltenburger Kloster, die besten Kirschkuchen hat, die ich je getrunken habe. Also 3 von 5 von Herrn Friedrich. Ich als Laie muss sogar 4 geben. Denn 4. 4 geben. Denn 4. Das hat mir sehr gut gefallen als Laie. Ich fand es sehr fruchtig. Es ist ganz anders als die ganzen anderen Biere gewesen. Fruchtig, das ist für mich, ich habe da persönlich Probleme damit, mit der Fruchtigkeit. Ich bin da ein Purist. Und ich Fruchtigkeit ist so der Wohlstand des kleinen Mannes. Ja. Ja, okay. Gut. Ich würde gerne unsere Assistentin bitten, schon unser zweites Bier heranzuholen. Sehr gerne. Wenn sie da ist, um den Smalltalk zu verfallen, der so leicht über ihn hineinfällt. Auf jeden Fall. Ja.